Top 1 Million der meistbesuchtesten Webseiten der Welt ist jede zweite inzwischen mit WordPress gemacht. Und der Trend steigt rasant an. Das ist ein Trend, der ist unaufhaltsam. So, jetzt wird spannend. Wollte ich euch einfach mal zeigen, wie man WordPress-Seiten live hacken kann. Ey, wir machen uns aber nicht strafbar jetzt, Jan, oder? Kann man nur eins mitgeben, Updates machen. WordPress Toolkit ist inzwischen die meistgenutzte Software zur Verwaltung von WordPress-Seiten weltweit. Coffee Quality equals Code Quality. Die Funktionen überzeugen einfach, das muss man einfach sagen. Aber Jan, eine Masterfrage. Würde das Smart Update auch den Cache leeren? Oh, bringt mir die Popcorn. Hat jemand Popcorn? Hostpress TV Folge 4. Heute geht es um, wie manage ich mehrere WordPress-Webseiten auch unter dem Aspekt der Sicherheit. Wir haben am Start den CTO von Plesk, Jan Löffler. Und heute bei uns zu Gast unser CTO, der Lukas, der bei uns für die komplette Serveradministration zuständig ist. Und ich glaube, es wird eine sehr interessante Runde, gerade für Nutzer, die mehrere WordPress-Webseiten verwalten, Agenturen, die einfach wissen wollen, wie kann ich das effizient, einfach und vor allen Dingen auch sicher machen. Let's go, Folge 4, Hostpress TV. So, und wir schalten direkt rüber zum Jan, würde ich sagen. Der wartet schon auf uns. Ja. Hallo Jan, ich grüße dich. Hallo Markus, hallo Lukas, wie geht's euch? Ja, uns geht's super. Wie geht's dir? Ich sehe, du bist im Homeoffice. Mir geht's hervorragend, ja, genau. Das ist meine Küche, jeden Tag ein anderes Zimmer. Und bin eh gewohnt, von allen Locations zu arbeiten. Wir sind weltweit verteilt, haben da viele Büros und insofern kann ich es mir aussuchen. Sehr gut. Und das wichtigste Arbeitsmittel ist nicht dein Laptop, sondern von uns aus gesehen rechts im Bild. Die Kaffeemaschine, die genau. Kaffeemaschine. Coffee Quality equals Code Quality. Insofern braucht es guten Kaffee. Ja. Okay, super. Jan, vielleicht stellst du dich kurz unseren Zuschauern vor. Die wissen ja vielleicht noch gar nicht, wer du bist. Aber sehr gerne. Ja, Jan Löffler ist mein Name. Bin der CTO von Plesk. Seit fast 20 Jahren in der Hostingbranche. Ganz früher mal eine Webagentur gehabt. Dann über 10 Jahre bei der 1&1 für die Hostingprodukte verantwortlich. Zwischenzeitlich da auch mal bei Zalando die E-Commerce-Plattform mitentwickelt. Seit ungefähr 5 Jahren jetzt bei Plesk. Dort eben für alle Produkte und die gesamte Entwicklung verantwortlich. Und ein Fokus von Plesk, für die, die es nicht kennen, ist vor allem die Entwicklung von Software für Hostingunternehmen, wie Hostpress zum Beispiel, mit einem speziellen Fokus auf WordPress-Management. Und darum geht's ja auch heute. Genau, darum geht's. Ich habe von unserer Seite aus den Lukas am Start. Euch muss ich nicht mehr vorstellen, aber für die Zuschauer, Lukas ist unser CTO, unser Server-Admin und wir kennen uns ja jetzt auch alle schon ein paar Jahre. Wir nutzen ja Plesk, das ist kein Geheimnis. Es geht heute unter anderem auch um Plesk. Aber mir ist ganz wichtig, ich will neutral bleiben. Ich will auch, dass wir uns die anderen Tools am Markt anschauen, mit denen man mehrere WordPress-Webseiten managen kann. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los, Jan. Ich habe was vorbereitet und zwar mein Browser. Und ManageWP, kennst du das, Jan? Ja, aber sicher, natürlich, klar doch. Okay, vielleicht kannst du unseren Zuschauern aus deiner Sicht mal kurz erzählen, was ist ManageWP? Ja, ManageWP ist eine Lösung, eine SaaS-Lösung, um WordPress-Seiten zu managen und zu verwalten. Wird in Bulgarien entwickelt, gehört inzwischen seit ein paar Jahren zu GoDaddy, also damit einem US-Hoster. Und ManageWP ist selber kein Hoster, das heißt, man kann damit keine WordPress-Seiten erstellen. Dafür muss man zu einem Unternehmen gehen, wie Hostpress zum Beispiel. Man kann nur seine bestehenden WordPress-Seiten remote verwalten, also quasi fernsteuern. Und hierbei ist zu unterscheiden, es gehen natürlich nur Dinge, die sich fernsteuern lassen. Das heißt, es gibt immer noch einen Unterschied zwischen einer Lösung wie einem ManageWP oder einer Lösung, die komplett auf WordPress setzt, von Webserver-Level bis hoch zur Applikation. Aber da können wir später gerne drauf eingehen. Jan, vielen Dank für die kurze Einführung zu ManageWP. Aus meiner Sicht, ja, ManageWP ist eine Lösung, die gibt es wirklich schon viele Jahre, sehr verbreitet. Aber ich persönlich als jetzt Inhaber eines deutschen Unternehmens habe ein grundlegendes Problem mit ManageWP. Und das ist halt, es ist ein Cloud-Anbieter, der rein technisch Zugriff auf alle meine WordPress-Webseiten hat. Und der Cloud-Anbieter sitzt nicht in Deutschland. Und das ist für mich persönlich, ich meine, das muss jeder immer für sich entscheiden, ist das aber so ein kleines K.O.-Kriterium. Aber rein funktional, glaube ich, ist das eine gute Lösung. Lass uns mal weiterschauen. Es gibt noch MainWP.
Die kennst du auch, Jan? Natürlich, klar. Ja, MainWP ist eine Self-Hosted-Lösung. Hast du damit schon Erfahrungen gemacht? Ja, nur oberflächlich natürlich. Klar haben wir uns alle WordPress-Management-Lösungen im Markt angeschaut und die durchgetestet und so weiter. Ich kenne natürlich auch die eine oder andere Agentur, die MainWP verwendet, aber selber habe ich es jetzt nicht verwendet. Ja, also ich habe es mir auch mal oberflächlich kurz angeschaut. Für mich hat es einen riesen Vorteil gegenüber jetzt ManageWP. Es ist self-hosted, das ist super wichtig. Genauso gleiches Prinzip ist InfiniteWP. Da muss ich jetzt kurz googeln, habe ich die URL nicht im Kopf. So, infinitewp.com. Gleiches Prinzip wie MainWP, alles self-hosted. Nachteil für den Anwender ist natürlich, das vielleicht an die Zuschauer, ihr müsst das Ding selbst installieren, die Software, sprich euch selbst administrativ drum kümmern. ManageWP out of the box, eine Cloud-Lösung. Jetzt, wie gesagt, da MainWP und InfiniteWP sehr gleich sind, kommen wir jetzt zu der Lösung, die ihr anbietet. Das ist das WordPress Toolkit von Plesk. Jetzt stelle ich dir einfach mal die Frage, Jan, und dann gucke ich mal, was du antwortest. Wie unterscheidet sich das WordPress-Toolkit von den anderen drei Lösungen, die wir uns jetzt angeschaut haben? Was ist der große Vorteil von dem WordPress-Toolkit gegenüber jetzt den anderen Lösungen? Sehr gerne. Ja, das sind eigentlich mehrere. Zum einen muss man sagen, dass das WordPress-Toolkit ein kompletter Stack ist. Das heißt, es ist eine gesamtheitliche Lösung, die dafür sorgt, dass Webseiten nicht nur verwaltet werden können, sondern dass sie auch schnell sind und dass sie vor allem sicher sind. Das ist einer der grundlegenden Unterschiede zu den anderen Tools, die sich nur auf die WordPress-Applikation fokussieren, aber nicht unbedingt um die Hosting-Infrastruktur unten drunter. Der zweite Unterschied ist, dass das WordPress-Toolkit deutlich weitergeht. Es löst quasi die kritischsten Probleme von WordPress-Nutzern. Und da gehen wir nachher nochmal im Detail darauf ein. Das sind zum Beispiel, wie halte ich meine WordPress-Seite eigentlich sicher? Wie halte ich die auf dem neuesten Stand? Und das ohne, dass bei irgendeinem Update irgendwas schief geht und hinterher die Kunden verärgert sind oder meine Webseitenbesucher bestimmte Produkte in meinem Shop nicht mehr bestellen können. Also wie kann ich sicherstellen, dass hinterher noch alles funktioniert? Das ist etwas, wo wir uns darauf spezialisiert haben und das ist eine Technologie, die auf dem sonst eigentlich kaum jemand auf dem Markt hat. Ja, super. Dazu haben wir auch den Lukas heute am Start. Wir wollen mal anhand jetzt von einem Server von uns, da wir ja auch Plesk einsetzen, wollen wir mal reinschauen und uns das WordPress Toolkit live in Action anschauen, weil ich sehe es auch so, es ist eine All-Out-of-the-Box-Lösung. Wenn Beispiel, du mietest jetzt bei uns oder bei einem anderen Anbieter einen Server, installierst dort eine Plesk-Software, du bist preislich nachher auch viel günstiger beim Management. Korrigiere mich, wenn ich was falsch sage, Jan, aber es ist ja eigentlich so, wenn ich bei euch eine Lizenz kaufe, dieses WordPress-Toolkit, bin ich, wenn ich 100 Webseiten manage, viel günstiger, als wie wenn ich jetzt bei den anderen Anbietern alle Lizenzen mir kaufe. Vor allem ManageWP. ManageWP ist ein Cloud-Produkt, da zahlst du für jedes kleine Add-on zahlst du Geld. Also Backup kostet noch mal ein paar Cent, dann irgendwelche Sicherheitsfeatures kosten noch mal ein paar Cent und da bezahle ich halt bei Plesk einmal die Plesk-Lizenz und ich kann dann eigentlich, wenn ich bei euch die richtige Lizenz habe, so viel Webseiten managen, wie ich möchte, oder? Ja, genau so ist das. Es gibt mehrere Lizenzen, die quasi sich auf die jeweilige Zielgruppe richten. Es gibt zum Beispiel die Web Pro Edition, mit der kann man ohne Probleme 30 Domains verwalten, wenn man mehr haben möchte, also Unlimited. Dann gibt es die Web Host Edition und WordPress Toolkit ist da schon inkludiert. Und ja, man kann natürlich tausende Domains verwalten, wenn man möchte, mit einer Web Host Edition. Das kommt immer auf die unterliegende Hardware drauf an. Es kommt darauf an, wie viel Performance eine Webseite braucht, wie viel Besuche eine Webseite abbekommt. Genau. Ja, okay, perfekt. Dann würde ich sagen, wir schauen uns das mal an. Okay, Jan, so, du hast dich schon mal eingeloggt in unseren Testserver. Jeder Kunde kann ja bei uns so eine Testumgebung machen, dass man sich das mal anschauen kann. Erzähl mal, was sehen wir jetzt hier, Jan? Ja, hier sehen wir die Oberfläche vom WordPress Toolkit. Wir sehen hier auch schon eine Webseite, die hier erstellt ist. Es gibt noch weitere. Jede davon kann man natürlich aufklappen. Und mit dem WordPress Toolkit
kann man beliebig viele WordPress-Seiten managen. Man kann auch Remote-Seiten managen, so wie wir das vorhin über ManageWP gesagt haben. Hier geht es jetzt aber erstmal um WordPress-Seiten, die auf diesem Webserver betrieben werden. Und da kann ich eigentlich ganz kurz mal zeigen, was man damit alles so machen kann. Zum Ersten, das Wichtigste ist mal, dass wir eine aktuelle WordPress-Version haben. Das sehen wir hier. Und das WordPress-Toolkit sagt schon, alles ist in Ordnung, alle Plugins und Themes sind auf dem neuesten Stand. Wäre das nicht so, würde es uns hier direkt angezeigt werden. Und das WordPress-Toolkit würde uns vorschlagen, noch bitte ein Update zu machen, um auf die neueste Version zu kommen. Ich kann auch sehen, welche PHP-Version verwendet wird. SSL ist auch richtig konfiguriert. Also hier ist schon mal alles super. Ganz wichtig, auf Sicherheit prüfen. Das WordPress Toolkit stellt sicher, dass WordPress-Seiten immer by default schon ausreichend geschützt sind. Man kann hier noch weitere Maßnahmen ergreifen, je nachdem, was man möchte, ob man Pingbacks zum Beispiel haben mag oder nicht. Überall wird auch natürlich beschrieben, was das eigentlich für einen Zweck hat und warum man das vielleicht machen sollte oder auch nicht. Beispielsweise kann man seine Webseite vor Bots schützen. Es kann aber auch sinnvoll sein, das eben genau nicht zu tun, wenn man möchte, dass Bots vorbeikommen. Das kommt immer darauf an, was man möchte. Ganz besonders wichtig, und das ist genau einer der ganz großen Unterschiede zu den bisher genannten Tools, wie zum Beispiel ManageWP, ist, WordPress an sich ist nicht von vornherein sicher genug konfiguriert. Das heißt, ein gewiefter Hacker hat hier Möglichkeiten, eine Webseite anzugreifen. Wir können auch nachher gerne mal zeigen, wie sowas geht. Genau. Und eines der wichtigsten Maßnahmen ist zum Beispiel, die Dateisystemberechtigungen zu verschärfen und zu limitieren. Und das ist etwas, da muss man auf den Webspace, wie wir es nennen, also quasi auf den Webserver zugreifen und in der Hosting-Infrastruktur Änderungen vornehmen. Und das ist, was die anderen Tools eben genau nicht machen. Und das ist etwas, was das WordPress Toolkit beherrscht und auch standardmäßig schon richtig einstellt. Okay. Lukas, was ist so aus deiner Sicht so die Hauptfunktion, die unsere Kunden nutzen beim WordPress Toolkit? Also eine Staging-Umgebung anlegen ist ganz klar Nummer eins. Ja klar, die Sicherheitseinstellungen werden auch sehr, sehr häufig entdeckt. Es kommen ab und zu mal ein paar Nachfragen, ob man das jetzt einfach so gefahrlos tun kann, ob diese Sicherheitseinstellungen, ich meine, da wird ein rotes Ausrufezeichen angezeigt, kann man das einfach so machen oder muss man da was beachten? Und von unserer Seite ist eigentlich ganz klar, man kann das eigentlich problemlos machen. Es kann natürlich ein paar Nachteile haben. Gerade, Jan, du hast es gesagt, mit den Bots. Das ist eine Sache, die muss man selbst entscheiden, aber ansonsten völlig gefahrlos. Also Sicherheitseinstellungen und Staging sind so die Top-Themen. Was ich persönlich eine geniale Funktion finde, oder geniale Funktion, eine meistgenutzte Funktion von mir persönlich ist Suchmaschinen-Indexierung. Ich sehe es schon, die ist hier aktiviert. Gerade bei Staging-Umgebungen, die wird ja standardmäßig dann deaktiviert. Das vergessen ganz viele, also hier an alle, die zuschauen. Wenn ihr eine Staging-Umgebung anlegt, ob jetzt im Plesk oder egal bei welchem Hoster, denkt dran, dass die im besten Falle nicht von Suchmaschinen indexiert werden kann, sonst habt ihr nachher ein Duplicate-Content-Thema. Ne? Also sprich zum Beispiel, ihr habt eine Subdomain-Staging.deinedomain.de, die wird komplett indexiert von Google. Und wir hatten schon Kunden gehabt, da hat wirklich dieser Staging-Content hat so gut gerankt, dass der direkt auf einem Platz weiter unten bei Google war als der Main-Content. Und deshalb immer mit einem Klick die Suchmaschinen-Indexierung deaktivieren, beziehungsweise Plesk WordPress Toolkit macht selbst, wenn man das Staging anlegt. Auch genial finde ich persönlich den Passwortschutz, ne? Dass einfach mit einem Klick ein Passwortschutz davor gesetzt wird. Ja. Genau, das ist ein wichtiges Thema. Wie du schon gesagt hast, machen das eigentlich die wenigsten Tools. Etwas, was wir inzwischen herausgefunden haben mit vielen Gesprächen mit Webagenturen. Man muss auch dazu sagen, das WordPress Toolkit ist inzwischen die meistgenutzte Software zur Verwaltung von WordPress-Seiten weltweit. Wow. Wird von Tausenden von Webhostern quasi in jedem Land verwendet. Und dementsprechend haben wir da einiges an Erfahrungen, wie man mit WordPress-Seiten umgehen muss. Und ja, wie du schon gesagt hast, wenn man eine Webseite auf einer Staging-Umgebung klont, das geht hier mit dem Klonen
Button, man kann sich eine Domain auswählen, man kann eine Subdomain anlegen, man kann auch eine andere Domain auswählen. Dann wird innerhalb von wenigen Sekunden eine komplette Kopie der Webseite gemacht auf die Testumgebung und dann vergessen die meisten Leute, die Suchmaschinenindexierung auszuschalten. Das ist aber auch wichtig im anderen Fall, also hier übrigens Passwortschutz wäre auch zum Beispiel nur ein Klick und schon ist die Webseite so geschützt, dass da auch keiner mehr drauf zugreifen kann. Auch schön ist, man kann beliebig viele Testumgebungen erstellen von verschiedenen Zwischenständen. Und warum ist das wichtig? Wenn ich zum Beispiel jetzt als Webagentur meinen Kunden betreue und der Kunde hätte gerne Änderungen an seiner Webseite, dann mag es vielleicht mehrere Varianten geben. Normalerweise würde ich jetzt zu einem Designer gehen und sagen, hier mach mir ein paar Mockups und lass den Kunden entscheiden und dann gehe ich in die Implementierung. Was ich mit WordPress Toolkit machen kann, ich kann das direkt live machen. Ich kann mir 5 verschiedene Testumgebungen anlegen mit einem Klick. Das dauert wenige Sekunden nur und dann kann ich Änderungen machen. Ich kann ein anderes Theme ausprobieren. Ich kann eine andere Farbgestaltung machen der Webseite und kann dem Kunden das Ganze zeigen. Und dann kann ich weiter iterieren. Ich kann zum Beispiel sagen, okay, der Kunde hat aus 3 verschiedenen Themes 1 ausgewählt. Jetzt nehme ich genau das, was er ausgewählt hat und mache wiederum eine Testumgebung davon und mache die nächste Änderung. Und so kann ich mich durcharbeiten, bis es dem Kunden wirklich gut gefällt. Und er sagt, ja, genau so möchte ich es haben. Und dann kann ich Daten kopieren klicken und damit den neuesten Stand auf die Produktiv-Webseite übertragen. Ja. Und damit ist alles neu. Und das Spannende, was WordPress Toolkit im Hintergrund auch dort macht, ist, man kann natürlich Daten synchronisieren. Das heißt, möglicherweise sind auf der Produktivseite inzwischen neue User-Kommentare eingegangen oder sowas. Das kann man bei Datenkopieren angeben, kann man zum Beispiel beibehalten, so dass alle Änderungen, die wir gemacht haben, überschrieben werden, aber die Kommentare erhalten bleiben oder die neuen Beiträge. Ja. Und eine weitere Besonderheit ist, dass zum Beispiel auf Testumgebungen nutzt man natürlich oftmals den Debug-Modus, um mehr Informationen zu bekommen. Der sollte natürlich definitiv auf der Produktivumgebung ausgeschaltet werden. Und auch das macht das WordPress Toolkit automatisch, wenn man es möchte. Oder per Default, man kann es auch ausschalten, wenn man es nicht braucht. Genau, und bei uns nutzen auch mittlerweile immer mehr Kunden Smart Updates. Lukas, erzähl mal kurz was zu Smart Updates. Was ist das? Ja, ist eigentlich eine Erweiterung von Blesk für intelligente Updates zu machen. Use Case würde ich persönlich sagen, ist eine Seite, die relativ kritisch ist, zum Beispiel ein Shop-System. Wir haben jetzt vor kurzem, ja ist auch schon ein bisschen länger her, das Update 5.5 gehabt von WordPress. Da gab es einige Probleme mit jQuery und so weiter. Und da ist es eigentlich eine super Hilfe, so ein Update von größeren Versionssprüngen zu machen oder von der kritischen Seite, wo man wirklich Angst haben muss, dass irgendwann nach dem Update der Shop nicht mehr funktioniert, ist vielleicht unternehmenskritisch. Und ja, dafür ist das Smart Updates gedacht und ja, können wir wahrscheinlich auch jetzt mal kurz zeigen. Genau, hat auch einen riesen Vorteil, Jan, den kannst du vielleicht erzählen, weil viele WordPress-Hoster oder Allgemein-Hoster, die jetzt vielleicht nicht auf Blesk setzen, sagen ja auch, ja, Auto-Updates sind bei uns aktiviert. Aber was ist aus deiner Sicht der Riesenvorteil von Smart-Updates gegenüber klassischen Auto-Updatern für WordPress? Absolut, kann ich gerne machen. Vielleicht sollten wir natürlich, bevor wir darauf eingehen, wie Smart Updates sich von dem Markt unterscheidet und warum es besser ist, vielleicht sollten wir erstmal darauf eingehen, warum es eigentlich so wichtig ist, Updates zu machen. Ja, sehr gut. Ja. Wir bekommen das selber mit, dass enorm viele Kunden eben nicht aktualisieren. Ich hatte jetzt gerade wieder vor 2 Wochen mit Matt Mollenweg, dem Gründer von WordPress und CEO von Automatic telefoniert. Wir haben uns ausgetauscht und er hat dann gedacht, ja, dass alle Leute ja auf die neueste WordPress-Versionen aktualisieren, die neueste PHP-Version, weil es mehr Performance bringt, mehr Sicherheit und so weiter. Die Realität sieht leider sehr erschreckend aus. Die wenigsten machen das. Die wenigsten wissen, dass das wichtig ist. Und hier darf man nicht vergessen, dass es hier um Sicherheit geht, nicht um zukünftige Features oder sowas. Mhm. Also viele Leute denken halt, naja, warum soll ich jetzt ein Update installieren? Vielleicht geht da was beim Update kaputt, ist auch in der Vergangenheit sehr häufig mal passiert. Oder sie sagen, ich brauche doch gar keine neuen Funktionen, ich habe doch schon alles, was ich brauche, hinterher ändert sich vielleicht die Oberfläche, wie man das vielleicht bei bestimmten Windows-Updates gewohnt ist, das mögen die Leute dann oftmals auch nicht.
Und dementsprechend werden Updates eben nicht gemacht. Und außerdem ist es zeitintensiv, denn wenn man auch noch Plugins hat, dann kommen eigentlich jeden Tag normalerweise bei einer produktiven Webseite Updates. Und jeden Tag da sich einzuloggen in seinen Hosting-Vertrag, um Updates zu machen, da haben die meisten Webseitenbesitzer Besseres zu tun. Insofern ist es ein leidiges Thema. Und wie schon gesagt, es gibt inzwischen auch in WordPress eine Auto-Update-Funktion, aber in der Vergangenheit sind halt eben auch viele Updates schiefgegangen. Und im schlimmsten Falle kriegt man das gar nicht mit, sondern im schlimmsten Fall bedeutet das, dass Webseitenbesucher hinterher auf die Webseite nicht zugreifen können oder vielleicht auch nur auf Unterseiten oder irgendwas ist im Layout verzogen und das merkt man gar nicht. Am schlimmsten ist es zum Beispiel, wenn man einen Online-Shop hat und wundert sich, warum für bestimmte Produkte auf einmal keine Bestellungen mehr reinkommen. Und es liegt vielleicht daran, dass ein Update irgendwas kaputt gemacht hat. Das heißt, man muss Updates auch noch testen und das ist sehr zeitintensiv. Und wenn man dann nicht so eine Managementlösung hat, die eine Testumgebung bereitstellt auf Knopfdruck und so, dann ist das richtig viel Arbeit. Und das scheuen die meisten Menschen natürlich. Vor allem ist es sinnlose Arbeit. Und daher braucht's ein Tool, was einem das erleichtert. Aber bevor wir darauf eingehen und das mal kurz erläutern, wie Smart Updates es eigentlich macht, möchte ich ganz gerne auf das Thema Sicherheit eingehen. Mhm. Denn das ist mir ein Herzensthema, dass wirklich jeder Bescheid weiß, warum ist es so wichtig. WordPress ist, wenn wir mal ganz kurz so auf den Markt gucken, die meistgenutzte Lösung, um Webseiten zu bauen, weltweit. Das ist die beliebteste Art und Weise, eine Webseite zu erstellen. In den Top 10 Millionen Webseiten der Welt, die populärsten 10 Millionen, da sind 39% mit WordPress gemacht. Wow. Ja. Und unter der Top 1 Million, also die Top 1 Million der meistbesuchtesten Webseiten der Welt, ist jede zweite inzwischen mit WordPress gemacht. Und der Trend steigt rasant an. Das heißt, jeden Monat werden es mehr. Das ist ein Trend, der ist unaufhaltsam. Und das heißt, WordPress wird immer populärer. Gleichzeitig wissen wir aber, dass jeden Tag zwischen 60 und 90.000 Webseiten gehackt werden. Jeden Tag. Mhm. Und wir wissen auch, dass durch eine Analyse, die Sukuri in den USA mal gemacht hat, 44% der gehackten Webseiten, die ein Content-Management-System verwendet haben, wurden nur deswegen gehackt, weil sie eine veraltete CMS-Version hatten, also hier WordPress-Version. Und da WordPress den größten Marktanteil in dem Bereich hat, ist es nicht verwunderlich, dass WordPress hier natürlich sehr stark betroffen ist. Kann man jetzt sagen, dass WordPress unsicher ist? Nee, definitiv nicht. Das ist eine mit der sichersten Lösungen, denn nirgendwo gibt es so eine riesen Community, die ständig testet, so viel Transparenz, so schnelle Update-Zyklen. Nee, das ist top. Aber man muss als Kunde eben immer auf der neuesten Version sein, um eben auch von den Sicherheitsupdates zu profitieren. Das ist genauso wie, wenn man Microsoft Windows als Betriebssystem verwendet. Wenn man einen hohen Marktanteil hat, ist das immer ein gefundenes Fressen für Hacker, weil die kümmern sich nicht um eine selbstgebastelte PHP-Seite oder sowas, sondern die versuchen immer da anzugreifen, wo eine große Kontaktoberfläche ist. Und das ist bei WordPress eben der Fall. Genau. Genauso wie das beim Betriebssystem bei einem Microsoft Windows ist. Genau, ganz kurz, und sorry, dass ich unterbreche, ja. Da ist mir aber auch ganz wichtig zu sagen, vielleicht für die Zuschauer draußen, Jan hat es gerade schon erwähnt, viele Gerüchte kursieren im Internet. Also wir merken das bei uns, wenn wir Werbeanzeigen schalten, zum Beispiel auf Social-Media-Plattformen, dass regelmäßig Kommentare kommen. Ja, wie kann man überhaupt WordPress nutzen? Total unsicher. Würde ich niemals machen. Ich habe eine eigens gebastelte Lösung oder ich verwende dieses und jenes CMS. Das ist wirklich, wie du sagst, sorry, dieses Bullshit, weil WordPress ist das meistgenutzte System. Natürlich konzentrieren sich Hacker auf dieses System, wie der Jan sagt, wie auch auf Windows oder so, aber die Community ist so groß, da kommen so schnell Updates raus. Also ich garantiere, jede selbst gebaute Lösung ist wahrscheinlich von einem Profi-Hacker binnen ein paar Minuten zu hacken, nur da kümmert sich keiner drum. Aber was man auch bedenken muss, wenn ihr mal Probleme habt mit WordPress, wenn die Seite mal gehackt wird, das kann mal vorkommen. Also
Wir haben so selten Hacking-Fälle bei unseren Kunden. Wir haben ja wirklich ein paar tausend Seiten bei uns laufen. Aber wenn der Fall vorkommt, dann habt ihr auch eine riesen Community von Dienstleistern, die euch helfen können, die Malware zu beseitigen, den Hack zu entfernen, die Updates zu installieren. Wenn ihr euch aber verlasst auf eine Eigenentwicklung von irgendeinem Programmierer, der vor 5 Jahren das Ding programmiert hat und im 6. Jahr sagt, ich bin nicht mehr selbstständig, ich habe keine Lust mehr, das Ding weiterzuentwickeln, dann steht ihr da und habt eine Website, da müsst ihr euch erstmal einen Entwickler suchen, der überhaupt Lust hat, an dem Quellcode von anderen weiterzuarbeiten. Also von daher, WordPress ist meiner Meinung nach das sicherste CMS-System, das es am Markt gibt, weil ständig weiterentwickelt wird, ständig Updates kommen. Und ich kann nur jedem empfehlen, wenn ihr überlegt, eine Website zu bauen, CMS, WordPress, ganz klarer Fall. So, sorry Jan, weiter geht's. Nee, sehr gerne. Und vielleicht kann man da auch einfach nochmal betonen, dass auch die größten und bekanntesten Unternehmen weltweit WordPress verwenden. Wie ich schon gesagt habe, jede zweite Website der Top 1 Million, da ist dabei zum Beispiel selbst eine Facebook nutzt WordPress für ihren Blog. Und Wahnsinn. Eine New York Times zum Beispiel verwendet WordPress. Das heißt, das würden die nicht tun, wenn das nicht sicher wäre. Ja, sehr gut. Und genau, man muss einfach nur bestimmte Dinge beachten. Das ist genauso wie, wenn ich ein Auto habe, dann lasse ich halt den Schlüssel nicht stecken. Wenn ich das tue, so wie mein Opa früher, dann brauche ich mich nicht zu wundern, wenn das Auto halt irgendwann nicht mehr dasteht. Und so ist es bei WordPress auch. Es gibt ein paar wichtige Dinge, auf die man eingehen muss. Dazu gehört zum Beispiel, ja, immer aktuell zu sein. Und warum das wichtig ist, zeige ich euch gleich. Das zweite ist aber immer starke Passwörter verwenden. Ich persönlich empfehle auch ganz, ganz stark, und das nicht nur bei WordPress, sondern bei allem, was ihr macht, ob das ein Amazon-Account ist oder bei eBay oder sonst irgendwo, immer Multifaktor-Authentifizierung. Das heißt, ihr braucht dann noch ein Smartphone und müsst darüber freigeben, dass es auch wirklich ihr seid, der sich gerade einloggt. Das hilft ungemein, weil wenn jemand euer Passwort klaut, dann kann er sich von überall auf der Welt einloggen. Bei Multifaktor-Authentifizierung aber nur, wenn er auch euer Smartphone in dem Moment besitzt. Und das ist relativ unwahrscheinlich. Ja. Insofern ist das eine Riesensicherheit. Ja, und dazu gehört, einen guten Hoster auszusuchen, nicht den günstigsten, sondern wirklich jemanden, der sich auch auf das Thema WordPress spezialisiert hat, der da gut drin ist, der auch seine Infrastruktur entsprechend testet. Da gibt es Dutzende gute Hosting-Unternehmen, besonders kann ich HostPress empfehlen, aber es gibt auch viele andere, die es gut machen, die eine Leidenschaft dafür haben, die ihre Kunden ernst nehmen und sichern. Also achtet darauf, wenn ein Anbieter zu günstig ist und ein Web-Hosting-Paket für einen Euro oder sowas anbietet, dann hat man normalerweise hinterher, guckt man in die Röhre. Ja, ja, und genau, das sind immer so die wichtigsten Themen. Ich habe es vorhin hier schon mal gezeigt, was das WordPress Toolkit alles macht. Wir könnten da jetzt durchgehen, aber wahrscheinlich würde es eine Stunde alleine dauern. Ich muss auf die Uhr schauen. Genau. Wir haben noch einen Folgetermin hier bei HostPress TV, aber du willst unbedingt noch was zeigen vielleicht, ne, Thema Sicherheit. Genau, ich wollte euch einfach mal kurz zeigen, warum das eigentlich so wichtig ist, seine WordPress-Seite auf den neuesten Stand zu halten, weil ich merke einfach, dass es viele Leute gar nicht wissen, wie kritisch das ist. So, und dazu wollte ich euch einfach mal zeigen, wie man WordPress-Seiten live hacken kann. Okay. Und was das eigentlich bedeutet. Okay, da bin ich gespannt. Wir machen uns aber nicht strafbar jetzt, Jan, oder? Nee, das machen wir nicht. Ich mache das nur mit eigenen Webseiten und zeige euch das. Aber ich verrate auch nicht zu viel. Das soll keine Bauanleitung werden für Hacker. Das wollen wir nicht. Aber es ist manchmal wichtig, einfach aufmerksam zu machen, wie leicht es ist und wie leicht es aber auch ist, sich zu schützen davor. Okay. So, also, erstens mal ist es wichtig zu verstehen, dass Hacker es in den seltensten Fällen auf dich als Webseitenbetreiber abgesehen haben. Das passiert ganz selten, sowas habe ich in der Vergangenheit auch schon erlebt, aber das sind dann ganz große Firmen, die dann erpresst werden und Millionen bezahlen sollen, Schutzgelderpressung und so weiter. Aber das ist sehr, sehr selten und auch da kann man sich hervorragend wehren, wenn man sich darauf vorbereitet. Der Otto-Normalverbraucher ist da nicht mit dabei. Also die Angriffe passieren von Leuten, die einfach versuchen, eine möglichst große Anzahl an Webseiten
zu infiltrieren, dort Malware zu platzieren. Warum? Was ist die Motivation dahinter? Das sind keine Script-Kiddies oder sowas, die das aus Spaß machen, sondern das ist ein reines Business. Da geht es darum, Bot-Netzwerke zu erstellen und zu verkaufen. Damit kann man dann wieder Unternehmen angreifen. Es gibt dann immer Leute, die diese Dienste in Anspruch nehmen und sich so eine Bot-Netz-Armee kaufen, die aus ganz vielen gehackten Webseiten besteht. Aber man kann natürlich auch sich weit verbreiten wie ein Virus. Wir kennen das jetzt gerade mit Corona, vielleicht kein gutes Thema, aber so geht es bei Webseiten auch. Man kann Viren da reinbauen in die Webseite und damit weitere Nutzer infizieren und dann von Computer zu Computer springen und möglicherweise Hintertürchen aufzumachen und so weiter. Was auch natürlich möglich ist, ist direkt Rufmord. Man kann natürlich den Content von Webseiten verändern als Hacker und dann sogar Produkte verkaufen, Affiliate-Links oder einfach den Ruf ruinieren. Ja. So, wie geht das? Gehen wir direkt drauf ein, wir haben nicht so viel Zeit. Erstmal brauche ich eine Liste mit WordPress-Seiten. Also wo kriege ich die her? Es gibt weltweit 370 Millionen registrierte Domains. Davon sind nicht alle aktiv, ne? Viele sind einfach nur mal registriert, um den Namen zu sichern. Also brauche ich eine Liste mit allen WordPress-Seiten. Da gibt es diverse Möglichkeiten, wie man es rauskriegen kann. Es gibt Suchmaschinen wie Shodan.io, die werden zum Beispiel verwendet, gerne von Hackern, um jetzt irgendwie ein Eishockeystadion zu attackieren und dort die Eisfläche abzuschmelzen, zum Beispiel. Mhm. Riesenschaden. Ja? Also, oder irgendwelche Kameras vor Garagentoren zu hacken und dann mal zu gucken, was da so, welche Katze davor läuft oder sowas. Das kann man verwenden. Es gibt aber auch ganz einfache Services wie BuildWith, die haben Industriereports über alles Mögliche. Und wie ihr schon seht, hier sind knapp 30 Millionen WordPress-Seiten gelistet und ich kann jetzt einfach sagen, Download List, wenn ich eine bezahlte Mitgliedschaft habe, die ist nicht teuer und dann kann ich mir die Liste runterladen. Das sieht dann ungefähr so aus und dann habe ich eine Liste mit allen Internetseiten, weiß sogar ungefähr, was die an Werbebudget haben und so weiter. Wir sehen jetzt noch die Webseite, ich glaube, du hast einen Excel auf, gell? Ah, genau, das hatte ich nicht geteilt gehabt. Genau. Okay, also hier ist so ein Download von BuildWith. Da sehe ich dann ganz viele Webseiten, die WordPress verwenden. Ich sehe hier sogar, wie viel geben die für Technik aus und so weiter. Ja, keine schöne Sache. Wow. Also, was kann ich sonst machen? Jetzt habe ich erstmal eine Liste von WordPress-Seiten. Was hilft mir das? Jede WordPress-Seite verrät ziemlich einfach, welche Version sie verwendet. Jetzt brauche ich dafür nur einen Exploit zu suchen, also eine Verwundbarkeit. Da gibt's eine schöne Datenbank, das ist alles öffentlich, das nennt sich cvedetails.com. Da findet man alle möglichen öffentlich veröffentlichten Verwundbarkeiten von Software. Man kann sich die Software raussuchen. Ich habe jetzt hier mal rausgesucht, WordPress in der Version 4.9.7 sogar. Ich kann das Ganze nach einem Score sortieren, das ist ein Wert zwischen 0 und 10. 10 ist am höchsten verwundbar. Und da habe ich mir einfach mal den ersten rausgesucht. Und da kann ich sehen, aha, gut, da wird beschrieben, wie denn diese Version von WordPress damals verwundbar war. Mhm. Auch eine Methode übrigens ist Passwortlisten. Wenn ich eine Liste von WordPress-Seiten habe, meistens haben die Nutzer ihren Admin-User nicht verändert. Dann brauche ich einfach nur so eine hier die meistgenutzten Passwörter und mache eine Brute-Force-Attacke. Das geht richtig schnell mit heutigen Rechnern und zack, bin ich drin, habe den Vollzugriff in WP-Admin, also im Verwaltungsbereich von WordPress und kann damit alles machen mit der Seite. Da die meisten Leute ihre Webseite nicht gut sichern, mit einem ein zu einfaches Passwort verwenden und auch keine Multifaktor-Authentifizierung verwenden, ist es eben so einfach für Hacker, sich einzuloggen. Genau, so. Jetzt gehen wir nochmal hier zurück auf die CVE-Database. Nehmen wir hier mal diese Verwundbarkeit, ist die Frage, okay, wie kann ich die ausnutzen? Jetzt brauche ich noch nicht mal ein gewiefter Hacker oder Entwickler zu sein, sondern auch da gibt es im Internet schon Exploits. Hier ist zum Beispiel einer genau für diese Version. Und damit kann man WordPress hochnehmen. Das ist eine Sicherheitslücke, die gab es mal, die ist natürlich inzwischen gefixt. Und damit kann man eine Webseite hacken. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt mal ganz kurz live.
So, jetzt wird spannend. Der Jan hackt sich jetzt live hier in eine WordPress-Website rein. Ich bin echt gespannt. Leg los, Jan. Super. Ja, also was brauche ich, um mich in eine WordPress-Seite reinzuhacken? Ich brauche erstmal eine Liste mit Domains. Ja, so. Das kann so aussehen, aber ich habe hier mal ein paar Sample-Domains vorbereitet, die wir angreifen. Das sind alles eigene Seiten und Testseiten. Insofern kein Problem hier. Ich brauche zum Beispiel eine Datei mit den häufig genutzten Passwörtern. Das sind hier die beliebtesten Passwörter von 2019 international. Das gibt es natürlich auch für Deutschland. Auch das kann ich verwenden. Ich kann bei WordPress-Seiten meistens sehr einfach auch die Liste der Usernamen mir anzeigen lassen von außen, ohne einen Nutzeraccount auf der WordPress-Seite zu haben. Und dann kann ich einfach mal ausprobieren, wer welches Passwort verwendet hat. Und dann bin ich relativ schnell drin. Das geht also super einfach. So, und jetzt legen wir los. Ich habe, also es geht relativ easy. Nehmen wir mal hier so ein Kommando. Was das macht, ist, das ruft jetzt hier die Webseite hinter dieser IP-Adresse auf. Ich kann natürlich auch eine normale Domain verwenden, also normalen Webseitennamen. Und schaut mal, ob denn da WordPress läuft. So, jetzt gehen wir in mein Terminal-Fenster rein. Ich mache das auch mal größer. Da gebe ich das ein. Und zack, da sehe ich, ja, diese Webseite benutzt PHP 7.2 und benutzt WordPress. Das ist ja schön. Jetzt interessiert mich noch, welche Version von WordPress eigentlich. Und dazu gibt es ein zweites Kommando. Der Unterschied ist einfach, das erste Kommando ruft nur den HTTP-Header für die Techies auf. Das wird hier mit dem Kommando minus i gemacht. Und das zweite Kommando ruft den Body auf. Da kommt jetzt normalerweise die gesamte Webseite zurück mit dem Befehl grep. Da suche ich einfach nur nach einem bestimmten Text, nämlich nach dem hier, nach dem Meta-Name-Generator. Das machen wir jetzt mal kurz. Das heißt, dieses Kommando ruft jetzt die Webseite ab, so wie das auch ein Browser machen würde, und findet, aha, diese Webseite benutzt die Version WordPress 5.4.4. Und was fällt uns dabei auf? Top aktuell. Na, diese Webseite ist schon mal veraltet. Genau. Das ist schon mal nicht das neueste Update drauf. Genau. Was würde ich als Hacker machen? Na, ich würde jetzt in der CVE-Database nachgucken, ob es genau dafür einen Hack gibt. Mhm. Das kann man natürlich jetzt auch schön automatisieren. So, und dafür habe ich ein kleines Skript geschrieben. Da gehe ich jetzt nicht ins Detail, aber das hat mich ungefähr 5 Minuten gekostet, das zu schreiben. Und was ich damit machen kann, ist, so, ich rufe das jetzt mal auf, gibt eine Liste an Domainnamen mit. Oh, bringt mir die Popcorn. Hat jemand Popcorn? Jetzt geht's los. Zack. Und was sehen wir? Hier war übrigens in der Sample-List auch Facebook mit dabei. Die benutzen 5.5.2, laufen bei WordPress VIP. Das ist der bezahlte Premium-Dienst von WordPress.com. Das ist meine eigene Webseite. Da sehe ich, ich muss ganz schnell ein Update machen. Und hier habe ich so eine Test-Domain. Und hier ist eine, die hat die Version 4.7.19. Und dafür hatte ich einen Exploit gehabt. Und das sage ich hier. Hier, guck mal, das passt. Da ist der Exploit, den man anwenden kann. Und jetzt verändere ich doch einfach mal, schiebe ich da mal Text auf diese Webseite drauf, rufe ein Tool auf, was ich im Internet gefunden habe. Und das kann jetzt mir hier den Post auf der Webseite hier auf so einer Unterseite rausgeben. Und mit folgendem Kommando kann ich da jetzt einen Text einfügen, zum Beispiel You've been hacked oder sowas. Ich kann da aber auch einfach ein JavaScript einfügen, was dann hinterher auf die Webseite kommt. Der Webseitenbetreiber merkt davon gar nichts. Die meisten Malware-Scanner merken nichts davon, weil es in der WordPress-Seite selber drin ist. Und mit diesem JavaScript kann ich jetzt andere Nutzer infizieren oder irgendeinen Schabernack treiben. Und das ist relativ gefährlich. Heißt also, immer aktuell bleiben. So. Okay. Und jetzt kommen wir auf Smart Updates zurück, was denn das Tolle von Smart Updates ist. Ich habe eingangs mal gesagt, ab und zu gehen auch mal Updates schief. Und dann ist es blöd und es ist sehr aufwendig zu testen. Und das haben wir von Flask uns vor Jahren, haben wir das schon mitbekommen, okay, wir müssen irgendwie was tun, wir müssen das Problem lösen, weil auf der einen Seite müssen die WordPress-Seitenbetreiber immer auf der neuesten Version sein. Auf der anderen Seite wollen sie sich nicht täglich einloggen und ständig Updates installieren und testen, ob es auch funktioniert und Testumgebungen anlegen. Kann man das nicht automatisieren? Und ja, man kann.
Da gibt es auch natürlich den schönen Begriff der künstlichen Intelligenz, was wir hier verwenden. Machine Learning ist der Fachbegriff. Auch Whistle Regression Test genannt. Was macht das Ganze? So, wenn ich hier Smart Updates anklicke, dann passiert Folgendes. Dann wird jedes Mal, wenn ein WordPress-Update ansteht oder ein Update für Plugins oder für Themes oder für das Language Pack, wird das WordPress-Toolkit ganz automatisch eine Testumgebung erstellen und wird die Seite auf diese Testumgebung drauf klonen, wird dann Screenshots machen von allen Unterseiten, wird die Logfiles prüfen, PHP-Ausgaben prüfen, sonst den Header prüfen, alle Informationen über die WordPress-Seite, über alle Unterseiten einholen, wird dann die Updates durchführen, alles nochmal prüfen und vergleichen. Und hat sich jetzt ein Fehler eingeschlichen, auch wenn es auf irgendeiner Unterseite ist, dann wird der Seitenbetreiber automatisch per E-Mail informiert. Das Update wird auf der Testumgebung gesichert gelassen, wird aber nicht auf die Produktivumgebung überspielt und der Seitenbetreiber kann schauen, was damit los ist, warum jetzt zum Beispiel ein Plugin, was ich jetzt die letzten 2 Jahre verwendet hat, auf einmal nicht mehr mit der neuesten WordPress-Version kompatibel ist zum Beispiel und deswegen die Webseite anders aussieht oder Fehler ausgibt. Und dann kann ich sagen, naja, sollte ich bei dem Plugin-Anbieter nochmal nachhaken? Sollte ich vielleicht doch nochmal einen Tag warten? Was kann ich tun? Sollte ich das Plugin entfernen und dann aktualisieren? Das heißt, da kann der Seitenbetreiber das selber entscheiden. Ist aber alles in Ordnung? Kann Smart Updates die Webseite automatisch aktualisieren, auch auf der Produktivumgebung? Und damit muss ich gar nichts tun. Und das Schöne am WordPress Toolkit ist, ich kann das für alle meine Webseiten gleichzeitig machen. Und das ist egal, ob das eine ist, ob das 5 sind oder ob das vielleicht 100 WordPress-Seiten sind. Ich kann dafür sorgen, dass alle, wenn alle Smart Updates verwenden, dass alle Webseiten immer auf dem neuesten Stand sind und niemals kaputt gehen. Wow, also das ist wirklich ein cooles Feature, Smart Updates. Also allein schon diese künstliche Intelligenz in Form von Screenshots, die auch visuell abgleichen, weil das ist eigentlich so der klassische Fail beim WordPress Auto-Updater, der sagt, hey, Updates waren erfolgreich, alles wunderbar. Und dann ruft der Kunde 2 Tage später an und sagt, sag mal, was ist eigentlich mit meiner Webseite los? Die sieht irgendwie anders aus, ne? Und dann fällt auf, die Fonts laden nicht mehr, das CSS wurde zerhauen, teilweise Widescreen von irgendwelchen Unterseiten und das kann richtig in die Hose gehen. Also von daher ist diese Variante mit dem Screenshot-Abgleich ist schon, also ich persönlich, muss ich jetzt auch sagen, ist wieder meine persönliche Meinung, ich würde niemals bei einer produktiven Webseite, die auch Traffic hat, einfach ein Auto-Updater laufen lassen. Das würde ich nicht machen. Also ich würde immer prüfen, klar, man kann mit einem automatischen Prozess die Updates einspielen lassen, aber es muss zumindest immer irgendwo eine Prüfung erfolgen, funktioniert die Seite danach noch, ne? Und da ist halt die Variante nochmal ein Step mehr, als einfach nur ein Auto-Updater laufen zu lassen. Finde ich sehr interessant, Smart Updates, muss ich echt sagen. Aber Jan, eine Masterfrage. Ja. Wir verwenden ja ein Caching-Plugin. Ja. Würde das Smart Update auch, weil das benutzt bei uns jeder Kunde, also jede WordPress-Seite bei uns hat dieses Caching-Plugin, ist ein WP Rocket, kann man ja öffentlich sagen. Würde das Smart Update auch den Cache leeren, wenn man so eine Webseite updatet? Weil ich habe ja einen gebildeten Cache, der wird ja nicht automatisch irgendwie gelöscht, nur weil jetzt ein Update gemacht wird. Würde das bei euch auch mit dem Smart Updates funktionieren? Das normalerweise ja, das hängt aber sehr stark von der benutzten Caching-Lösung ab. Zuerst mal muss man ja verstehen, dass die Webseite komplett geklont wird auf einer Testumgebung. Das heißt, wir machen diese Tests nicht auf der Produktivumgebung, sondern immer auf der Testumgebung. Aber da ist es natürlich genau die Frage, was macht eigentlich genau das Caching-Modul oder Plugin? Wie funktioniert das eigentlich? Wie rendert das die Daten raus? Also wenn im Endeffekt die WordPress-Seite komplett statisch ist und statisch bleibt quasi und alles nur direkt aus dem Webserver rausgegeben wird, zum Beispiel aus Nginx, dann hat natürlich Smart Updates auch hier keine Chance. Denn es hat sich eigentlich gar nichts verändert hinterher. Und da muss man natürlich im Detail drauf achten. Deswegen kann man natürlich bei Smart Updates einstellen, welche Webseiten sollen es verwenden, welche nicht. Also wir können natürlich nicht alle Caching-Plugins unterstützen und kennen. Das sind natürlich extrem viele.
Aber es sind natürlich genauso Themen, mit denen wir uns beschäftigen, dass das bestmöglich funktioniert. Also mit WP Rocket zum Beispiel, funktioniert es da? Leert ihr da den Cache-Folder? Das müsste ich nachgucken, das weiß ich jetzt selber gerade nicht aus dem FF. Bisher hat es funktioniert. Okay, Lukas nickt, es war eine Fangfrage, also super. Es funktioniert wohl, ja. Okay, super. Sehr gut. Gut, du machst hier gerade was im Hintergrund, sehe ich, ne? Genau, da läuft jetzt gerade oder lief jetzt gerade Smart Updates. Also man konnte eben sehen, da waren jetzt Plugins, Themes und der WordPress Core, der aktualisiert werden musste. Und es gibt einen automatischen Modus von Smart Updates. Das heißt, ich muss mich nicht einloggen in die Oberfläche und es aktualisiert einfach die Website, wenn ich das möchte. Ich kann aber auch den interaktiven Modus verwenden und den habe ich gerade verwendet. Und zwar sehe ich jetzt nach diesem oder während des Updates, wir sind jetzt hier auf der Testumgebung, die automatisch generiert wurde, im Vorher-Nachher-Vergleich. Das ist jetzt leider nur eine Demo-Seite, wo nicht viel Content drauf ist. Ich kann jetzt hier alle Website, also alle Unterseiten anklicken. Nehmen wir mal die hier. Und jetzt kann ich mir vorher und nachher angucken. Das geht natürlich so, aber auch im Vergleichsmodus. So, und da sehe ich schon, da hat sich was verändert. Seht ihr das? Eine Antwort auf Hello World, eine Antwort, eins Antwort auf Hello World. Das heißt, auf einmal ist was anders. Und da kann ich natürlich gucken, ist das jetzt ein Problem oder nicht. Gleichzeitig kann ich schauen, gibt es PHP-Fehler, Warnungen, Hinweise und so weiter, funktionieren die Plugin-Shortcodes alle und so weiter. Wichtig dabei ist zu wissen, dass deine Webseite ja auch schon vorher Fehler enthalten könnte. Und Smart Updates ist so intelligent, dass es das in Betracht zieht. Das heißt, wenn es vorher schon bestimmte Dead Links gab, irgendwie ein 404-Error oder sonst irgendwas, dann wird es hier angezeigt in Rot. Man kann es sehr schön sehen. Aber Smart Updates würde dann, wenn dieser Fehler weiterhin besteht nach dem Update, sagen, naja gut, der Fehler war vorher dem Update da, der ist nach dem Update exakt der gleiche Fehler, liegt also nicht an dem Update selber, ist also jetzt kein Problem, um die Version zu aktualisieren. Aber WordPress Toolkit würde trotzdem hier anzeigen, es gibt einen Fehler und schau dir das mal an. Okay. Denn manche Fehler sind, also lohnt sich damit auch als Tool, um zu gucken, ob es Fehler eigentlich auf der Webseite gibt. Okay. Man kann sich das Ganze natürlich auch runterladen, hier als Zusammenfassung für alle Webseiten, das ist eine Textdatei, kann ich dann meinem Kunden geben oder kann ich durchforsten oder archivieren, wenn ich das will. Genau, und was Smart Updates tut, ist eine Kombination aus Fehler prüfen, das Verhalten der Webseite prüfen, Logfiles durchforsten, ob es da irgendwelche PHP-Errors gibt. Und visueller Vergleich auf Basis von gelerntem Wissen. Das heißt, wann ist eine Webseite kaputt, wann nicht. Ja, sehr, sehr interessant. Also allein schon dieses Schiebereglerprinzip. Also finde ich echt super. Klar, es war jetzt eine Folge, wo wir sehr viel auf das Plätz-Thema eingegangen sind. Aber ich persönlich finde, es ist ja auch eine super Zusammenfassung aus allem. Also es ist... du kannst dein WordPress nicht nur managen, Updates machen, so, das können ja alle Tools. Hier geht es ja wirklich unter die Haube. Also hier kannst du ja viel mehr machen, vor allem der Aspekt Sicherheit ist hier ganz wichtig und mit so einem intelligenten Update. Und was ich auch immer gut finde bei Plesk liegt ja praktisch unabhängig vom WordPress. Also sprich, wenn mir das WordPress wegkracht, kann ich immer noch über Plesk das Ganze irgendwie wieder rekonstruieren. Wenn ich mich komplett auf so Built-in-Lösungen verlasse, gerade so bei Backup-Plugins, ne, da hat man ein Backup-Plugin, das ist eigentlich nur bedienbar über die WordPress-Oberfläche, dann kracht mir auf einmal die WordPress-Oberfläche weg und ich muss dann im Endeffekt doch irgendwie über die Kommandozeile oder FTP manuell alles nochmal zurücksetzen. Das umgehe ich ja bei euch komplett. Ich habe immer eure Oberfläche, die mich unterstützt. Und jetzt hier in dem Fall dann noch mit so einem Tool wie Smart Updates. Und wie gesagt, wir merken das ja auch bei unseren Kunden, es wird immer mehr genutzt, ohne dass wir es aktiv bewerben. Das ist bei uns momentan einfach nur im Kundencenter, kann man es dazu buchen. Aber die Leute stehen auf sowas. Ne? Künstliche Intelligenz bei Updates wird auch, denke ich, die Zukunft sein. Und wie du sagst, es ist da extrem wichtig, dass man sich mit dem Thema befasst und nicht nur denkt, oh nee, wenn ich das Update mache, geht nichts mehr, sondern wenn ich das Update nicht mache, dann kann es sein, dass meine Website gehackt wird und dann stehe ich da. Ne? Und es ist günstiger. Und es ist günstiger, wenn die Webseite mal nicht mehr erreichbar ist, ist die Arbeit meistens viel, viel größer. Genau. Logdateien auslesen kann auch nicht jeder. Ja. Genau. Es kann sich eigentlich kein Webseitenbetreiber heutzutage mehr erlauben, es sei denn, er macht einfach nur eine
Hobbypage, aber ich sage mal, unsere Kunden, das sind alles Unternehmen oder Organisationen, da kann sich eigentlich keiner erlauben, dass die Webseite mal ein paar Tage nicht geht. Das wäre fahrlässig. Gut, gibt es von deiner Sicht noch irgendwas zu sagen, Jan, was die Zuschauer noch wissen sollten? Ansonsten muss ich noch mal zart auf die Uhr schauen. Wir müssen den nächsten Call gleich starten. Ja, man kann vielleicht noch mal sagen, dass auch von sämtlichen Anbietern im Bereich WordPress Management das Team von Blesk mit Sicherheit das größte Entwicklungsteam ist und da am meisten entwickelt, inzwischen die meistgenutzte Software und WordPress-Seiten zu verwalten. Dinge, die wir machen übrigens jeden Monat ein neues Release, das heißt Updates vom WordPress-Toolkit selber, was neue Funktionalitäten bringt. Es gibt sehr viele Hoster weltweit, wie Hostpress, die WordPress-Toolkit einsetzen. Was aber Hostpress auszeichnet, ist Support, super Qualität im Hosting der Infrastruktur und so weiter. Das heißt, das Gesamtpaket ist da echt spitze, kann ich also sehr empfehlen. Dankeschön. Was besonders interessant ist, gerade für Agenturen, was wir nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres rausbringen, ist Client Reports. Da geht es darum, dass man für seine Kunden auch Berichte erstellen lassen kann, automatisiert, die dann Informationen enthalten über, wann wurde die WordPress-Seite aktualisiert, was hat sich verändert, was wurde gemacht. Das ist immer ganz schön, wenn man als Agentur seinem Kunden auch zeigen kann, was man eigentlich getan hat und warum man sein Geld wert ist. Eine andere Funktionalität, die kommen wird, ist Smart PHP Update. Gleiches Prinzip wie bei Smart Updates, nur dieses Mal geht es um PHP-Versionen. Das ist für die Kunden meist noch unangenehmer als die WordPress-Version selber. Da kümmert sich keiner drum. Die Hoster fluchen alle und sagen, Mensch, meine Kunden, die verwenden uralte PHP-Versionen und ich krieg sie nicht weg. Der Kunde sagt, ich habe davon keine Ahnung, mein Hoster soll sich drum kümmern. Er kann es aber nicht machen, weil hinterher geht die Webseite nicht mehr, dann ist der Kunde sauer. Das ist eine blöde Situation und die gibt es eigentlich schon, seitdem es Hosting gibt. Das Problem hat noch keiner irgendwie sinnvoll gelöst. Das ist ein Riesenaufwand für Hosting-Unternehmen, dann quasi alte PHP-Versionen noch zu patchen und sicher zu machen. Auch das werden wir lösen mit Smart PHP Update, was die gleiche Technologie verwendet und einfach sicherstellt, dass die Kundenwebseiten immer auf der neuesten PHP-Version liegen. Davon profitieren sie auch von mehr Geschwindigkeit. Die Webseiten werden also immer schneller, sind sicherer. Und um nochmal auf Matt Mullenweg rückzugehen, den Gründer von WordPress, als wir da letztens gesprochen hat er auch gemeint, naja, jetzt demnächst ist dann natürlich WordPress bereit für PHP 8. Es verspricht auch nochmal mehr Performance. Das ist einfach ein schönes Thema, wo man dem Kunden helfen kann, einfach immer von der neuesten Entwicklung zu profitieren und gleichzeitig sicher zu bleiben. Absolut. Und vielleicht nochmal zu Plesk. Für alle, die sich jetzt fragen, Plesk, sollte ich dieser Software vertrauen? Programmiert die Jan alleine? Wie viele Mitarbeiter habt ihr bei Plesk weltweit? Ja, also weltweit als WebPros, man sieht hier, WebPros ist unsere Holding, da gehören noch mehrere Brands dazu, wie auch zum Beispiel die Suchmaschinenoptimierungsfirma Xovi hier aus Köln. Genau. Da gehört Solus VM und Solus IO dazu, WHMCS als Billing-System, speziell für Webhosting-Unternehmen, da gehört cPanel mit dazu. Weltweit haben wir über 500 Mitarbeiter. Über 500 und allein bei Plesk, ich weiß gar nicht, wie viele Entwickler ihr habt. Also das ist für auch noch, ohne jetzt da, es soll ja keine Schleichwerbung sein, das sind Fakten, wenn ihr euch verlasst auf selbstprogrammierte Dashboards oder es gibt so Hoster, die haben dann mal irgendwann was selbst programmiert. Wenn das funktioniert, super gut, keine Frage, ist oft auch genau dann auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt, aber ein Riesenvorteil bei so Software wie Plesk zum Beispiel, die kommerziell entwickelt wird, die sind immer am neuesten Stand der Technik. Beispiel, wenn irgendeine neue PHP-Version rauskommt, wir können die unseren Kunden so flott anbieten. Oder das Thema Let's Encrypt, da habe ich, also wirklich, da hatten wir schon, ich glaube 2016 haben wir unseren Kunden schon Let's Encrypt mit einem Klick angeboten, dieses kostenlose SSL-Zertifikat. Da haben andere Hoster, die auf eigens programmierte Oberflächen gesetzt haben, glaube ich 2018 oder so Rundmail gemacht. Ja, endlich, bei uns gibt es jetzt auch Let's Encrypt. Also da finde ich es schon gut, wenn man auf so eine kommerzielle Lösung vertraut. Wir haben gute Kontakte zu euch, ihr habt ein Team hier
hier in Deutschland, ihr seid ja sogar eine deutsche GmbH oder ich weiß gar nicht, wo ihr sitzt, ne? Aber das ist eine vertraute Sache, wo wir jetzt auch schon seit 4 Jahren drauf vertrauen und die Funktionen überzeugen einfach, das muss man einfach sagen. Gut, willst du noch was sagen, Lukas? Habe ich ja doch nochmal den Dialog hier geführt gerade. Zusammenfassend, denke ich, kann man nur eins mitgeben, Updates machen. Mhm. Ansonsten hat man unter Umständen ein größeres Problem mit seiner Website oder mit seinem Shop. Wir gehen mal einfach von dem Geschäft aus, mit dem man Geld verdient. Updates machen, Smart Updates nutzen, dann sieht man auch die Fehler, die man eventuell in einem 1:1-Vergleich im Stress mal nicht gesehen hat. Ja. Gut. Und stark Passwörter verwenden. Und starke Passwörter verwenden. Also nicht mehr das 1, 2, 3, 4, 5. Das ändern wir jetzt mal bei uns. Spaß. Nee, absolut. Two-Factor, auch ein Riesenthema. Würde ich mir einfach wünschen, dass das mittlerweile dann schon von WordPress Built-In irgendwann mal mitkommt. Mittlerweile muss man ja noch mit Plugins arbeiten. Aber ja, gibt viele Möglichkeiten. Vielen Dank, Jan, für deine Zeit. Hat gerne sehr viel Spaß gemacht. War auch für mich sehr aufschlussreich, der Lifehack, den wir gemacht haben. Und ich würde sagen, ja, wir bleiben in Kontakt. Vor allen Dingen freue ich mich auf die Client Reports, die nächstes Jahr rauskommen mit Smart Updates. Gerade für Agenturen eine super Sache. Und ja, ansonsten weiter eine gute Zeit und ja, viel Spaß beim Weiterentwickeln von Plesk. Vielleicht klappt ja das persönliche Treffen im nächsten Jahr wieder. Genau, richtig. Würde mich sehr freuen, ja, absolut. Wird Zeit, dass dieser Corona-Typ verschwindet, genau. Ja. Alles klar, Jan, vielen Dank, mach's gut, ne? Gerne. Tschüss. Ciao. Hab einen schönen Tag. Ciao.